Warum kriege ich Bienen an? Miau. So fängt jedes Minecraft-Video an in 2014. Ihr seid friedlich irgendwo in der Wüste und auf einmal über euch fliegen Vögel rum. Und was ist das? Die haben gerade College abgeschlossen. Das kann er nicht akzeptieren. Er muss sie umbringen. Habt ihr gewusst, dass die dieses Spiel tatsächlich nochmal updaten? Mit Bugfixes und Content? Ich meine, schaut euch mal die Map hier an. Es gibt hier einen neuen Bonus-Boss. Das ist dieser eine Hase, der vor Miki, glaube ich, kam. Ich weiß da gerade seinen Namen nicht, aber... ja, ich bin jetzt hier wieder zurück. Der Developer des Spiels hat den ersten Boss gefixt mit den Hitboxen der Bienen, was ich sehr cool finde. Und ich weiß nicht, warum ich das so sage, als wäre das voll das coole Spiel, aber ja, wir sind hier wieder zurück. Ich werde weiterspielen. Ihr wolltet nämlich, dass ich nochmal weiterspiele. Warum auch immer, ihr kranken Weirdos. Aber hey, dann spielen wir halt weiter. Wenn ich die Steuerung wüsste. Weil mit Steuerkreuz muss ich machen. Stimmt, genau, da war es ja. Ja, ja, Gun. Oh, hier sieht man schon, wie viele Guns noch kommen werden. Okay. Und der Bean Gun passt. Machen wir den Bonus Guy. Oswald, the Lucky Rabbit. Genau, Oswald hieß der. Oh, I feel good. Ja, wir werden weiterspielen. Cutscenes? Ja, so gucke ich gerade. Oh, meine Cam blockiert's. Free Bonus Level. Free with Prayer Game Purchase. Okay. Hat so ein Herz über sich gerade. Nein, möchtest du nicht nochmal machen? Was? Stopp. Warte. Kannst du die Cutscene nochmal abspielen für mich? Hier nochmal die Cutscene. Wow, schau mal, Robo's Rampage, ein Free Bonus Level. Boah, wie cool. Entrance links. Und er freut sich so sehr. Er zeigt seine Liebe. Ich weiß, es ist ganz nett animiert. Aber es könnte natürlich auch von irgendwas getraced worden sein. Das weiß ich jetzt nicht. Das wissen wir jetzt halt nicht, aber... Ja. Machen wir den Boss. Er wird bestimmt nicht super schwer sein, dadurch, dass er jetzt ja ein... Was? Get off my case? Achso, ich muss mich mit Stick bewegen. Stimmt, da war ja was. Okay, wie ging die Steuerung nochmal? Ich hab die Steuerung vergessen. Oh Gott, mit Y dashen. Ah. Thou art dead. Danke, Mann. You got ants in your pants? Das Ameisen in deiner Hose? Ja, besser als Squirrels in your pants, schätze ich mal. Ah, Junge, geile Hitbox mal wieder. So eine Situation ist das. Verstehe. Okay. Nicht gut. Was willst du da machen? Oh, was war das denn gerade? Ich bin in der Luft gerannt, hab das gesehen. Boah, Spiel ist nicht einfach. Hab ich auch nie behauptet. Ich hab nur behauptet, dass das Spiel trashig wäre. Oh Gott, was macht er jetzt? Ich traue ihm absolut nicht. Oh mein Gott. Wie jetzt? Was zum... Das kann der einfach so? Ah, okay. Was? Ist das hier eine Zirkusshow oder was? Es sieht irgendwie aus wie, Danke. Look at this way. In 100 years, who's gonna care? Danke, Mann. Das sieht irgendwie aus wie diese Construction-Zeit aus Donkey Kong. Aus dem allerersten Donkey Kong Arcade, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich finde das cool. Der Entwickler entwickelt sich weiter. Animation wird nicht nur besser. Es gibt Cutscenes und allerkrassesten, es gibt mehr als eine Plattform. Du kannst auch hier stehen. Absolut crazy. Wir verwandeln uns, Alter. Ja, komm. Kannst du retryen, Alter. Ich versuche irgendwas Positives rauszusehen, dass ich das hier wieder spielen muss. Okay, lasst mich. Okay. Immer in Bewegung bleiben, damit er einen nicht erwischt mit seinen Hühnern. Mit seinen Gockeln. Ach komm.
Bro, als ob mich das getroffen hat. Wie blöd. Buckebark. 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 Ja, was soll ich da machen? Wie soll ich da durchkommen? Nee, danke. Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Oh, wurde ich da nicht getroffen von irgendwas? Alter! Es läuft! Okay, jetzt hat er sich jetzt nicht mehr bewegt aus irgendeinem Grund. Cool. Schade. Ja, Alter! Haut jetzt ab? Geht ja jetzt ab. Ja, was war das denn jetzt? Warum ist sie noch da? Hallo! Warum ist sie jetzt noch da? Ist das ein Bug? Jetzt ist sie weg. Jetzt kommt das wieder. Oh nein, oh nein. Okay. Was machst du dagegen? Was? Ja, denke ich mir auch. Hit the road, Jack. Danke, Mann. Heißt zwar nicht Jack, aber ich werde es tun. Danke, Mann. Nein! Oh, das war so blöd. Oh, das war so blöd. Ich habe mich richtig gut angestellt. In der ersten Phase. Und dann lass mich für sowas treffen. Schade. Wie weiche ich dem aus? Ich habe keine Ahnung, wie man den ausweicht. Ich hab's nur gemacht. Was? Was habe ich getroffen? Was habe ich getroffen? Was habe ich getroffen? Was habe ich getroffen? Was? Was ist denn für eine Show? Oh Gott, der schmeißt Sachen. Digga, was? Das sind so winzig kleine Dinger. Die sind so bitty, bitty, tiny. Was war das denn? Wie bin ich dem ausgewichen? Crazy. Ja, toll. Da kam von der anderen Seite schon ein Typ, ja, der Kollege da. Digga, was soll ich machen? Bro! Was zur Hölle erwartest du von mir? Oh nein, der spielt da seine Musik, seht ihr das? Die Partikel. Ah! Was zum Teufel? Ich werde abgeschossen! Letzte Phase, letzte Phase! Nur noch er? Nein. Oh oh, oh oh, was jetzt, was jetzt, was jetzt? Von links? Von rechts? Warum kriege ich Bienen an? Nio. Ich hab mich no joke gerade erschreckt. Woher soll ich wissen, dass du in der Mitte auftauchst? Mach doch so ein Warnschild oder so. Was ist das für eine Scheiße? Game Design, Freunde. Game Design. So dreht man die Schwierigkeit künstlich hoch, indem man dem Spiel einfach gar nichts sagt. Sehr gut. Ich bin jetzt auch nicht in einem Kaizo-Level, oder? Was hat mich getroffen? Was? Oh nein, nein, ich habe meinen kompletten Bildschirm angespuckt. Nein, nein, warum? Okay, die erste Phase ist gar nicht mal so schwer, actually. Du musst sie nur auswendig lernen. Tatsächlich. Ja, das hier, keine Ahnung. Ich werde da oben stehen bleiben, bis er abhaut. So, von da kommt der, ne? Ja, ich treffe ihn auch schon. So, immer... Immer aufpassen, immer aufpassen. Es passiert die ganze Zeit irgendwas. Ja, seht ihr? Man wird von jeder Seite abgeschmissen, abgeschleudert von irgendeinem Gegner, von irgendetwas. Ja, was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Digga. Bullshit, absolute Bullshit. Ja, ich treffe ihn nicht mehr mit deinen Dingern. Geil, ich kann ihn nicht mehr treffen. Wegstehen, weg. An die Seite am besten, weil jetzt kommen unten die Viecher, ne? Jetzt war das doch so. Ja, jetzt kommen die unten, das ist ein riesiger von denen. Was? Was? Hallo? Was ist das für eine Scheiße, Digga? I wanna go home. Ja, ich auch. Alter, was soll ich da machen? Ich habe immer noch keine Ahnung, wie du dem ausweichen sollst. Oh ne, nicht schon. Junge! Der schießt so verdammt schnell. Okay, schön. Schön, dass wir uns verstehen. Okay, geil. Ich kann auch schon mal richtig viel Damage. Abhauen. Jetzt kommt er hier wieder. Bleib diesmal hier oben stehen. Wo schade ich ihm? Danke, Mann. Danke, Mann. Oh, hab ich ihn? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Awesome! Awesome! With the lucky rabbit, hairbrained, charming and adventurous rabbit with unexpected strokes of luck. Yippee!
mit diesem neuen Bosskampf starten wir krass durch das dieses Game. Jetzt haben wir nämlich... Ne? Nicht? Doch, jetzt. Haben wir einen neuen Charakter, Oswald. Keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht. Aber... Hi! Wir diven in den nächsten Level rein, in die nächste Welt. Ich hoffe, ihr seid bereit. Denn ich bin es. Yeah! Ich meine, das Spiel hat schon irgendwie Charme. Wäre es professionell gemacht worden, hätte ich das Spiel sogar gemocht. Ganz ehrlich. Bin ich mal ganz ehrlich mit euch. Camel Walk. Ja, spielen wir das Spiel richtig. Es war nur gerade so ein Joke-Level. Junge, diese fucking Musik. Die ist gecopyrighted. Ich weiß es. Ich kenne die Musik. Die ist gecopyrighted. So fängt jedes Minecraft-Video an in 2014. So hat jedes Minecraft-Video da angefangen. Einfach diese verdammte Guten-Morgen-Musik. Junge. Oh Mann. Irgendwie nostalgisch das zu hören, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie nostalgisch. Ja, und der Boss hat zwar noch zwei weitere Phasen, aber der Anfang ist einfach nur... Spring drüber. Crazy. I know. Das ist das Gameplay. Die Sonne geht übrigens im Hintergrund auf. Krank, oder? Einfach dieser Ball. Also, ich hätte den Ball auch zeichnen können, ich meine ja nur. Hättest mich halt anschreiben können, Kollege. Hätte ich den auch gemacht. Krank. Krankes Gameplay. Ich habe richtig Bock, wenn ich den Boss gleich nicht schaffe, immer wieder neu zu machen. Was zum... Jetzt spuckt er mich auch noch an? Das ist aber wie in Donkey Kong Country. Das hat mich total in Donkey Kong Country. 2, der Final Boss. Junge, diese Musik, ey, komm schon. Ist dir wirklich nichts Besseres eingefallen? Diese guten Morgenmusik. Oh Mann, ey. Hey, ich stelle mich gut an. Hey, ich bin richtig drin im Game. Let's go. Aha, so. YouTube Copyright. Oh mein Gott, die Sonne war böse die ganze Zeit. Deshalb sah sie so kacke aus. Oh mein Gott, wir brennen. Wir brennen. Hey, ich habe mich gerade gewundert, der Gegner hat gar keine Hitbox gehabt. Cool. Was ist denn sowas denken? Crazy. Crazy. Irgendwie ist die Bean Gun mein Favorite. Ich mag zwar gerne mit den Eiern schießen, aber die Bean Gun ist super safe, super sicher. Ich muss mir keine Gedanken machen, einfach nur ausweichen. Und ja, weil ich es schon gesagt habe, aber ich werde jetzt wahrscheinlich ja, so 2-3 Folgen oder so noch machen. Ich möchte wirklich... Ich möchte das Game noch gerne durchspielen, damit wir uns mal lustig machen können, wie albern alles ist. Ich will mir unbedingt noch die Jellyfishes anschauen von SpongeBob, aber ja. Die Folgen werden jetzt länger. Damit ich mehr zeigen kann. Yay! Ja, war ein super einfacher Boss. Also das hätte der erste Boss theoretisch sein können. So einfach war der. Also sollte er nicht, aber so einfach war der. Ja. Yay! High five! High five! Hi! My Boxing Kangaroo! Was? Wir sind jetzt bei Kao the Kangaroo oder was? Junge, dieser Artstyle! Oben der Koala und dann der Kangaroo! Was zur Hölle geht hier? Was passiert hier? Big Woo! Warum steht da im Hintergrund Big Woo? Moin? 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 Okay, also er bewegt sich genauso wie der allererste Boss aus Cuphead, sorry. Dieser Goopy Le Grande, der hat sich genauso bewegt. Ich glaube, der ist eine Anspielung an ihn. Das Känguru, aber warum ist da oben der Koala? So fucking Stock-Koala. Ja, komm! Junge, das ist ja Bullshit, ich kann ja kaum ausweichen. Was soll denn das? Ja, gar nicht. Er schießt auch die ganze Zeit Bomben, Granaten von oben. Ja, was soll ich da machen? Wow. Okay, immer hinter dem Känguru bleiben, wenn es geht. Oh! Oh, das war crazy. Das war absolut crazy gerade. Mein Manöver. Komm, bist du tot? Nächste Phase, please, 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 please. Hallo, Schöpfer, bitte. Ach komm, ernsthaft, am Ende noch. Was macht der? Was macht der? Ach komm, die Bombe, really? Was macht der? Dasht er jetzt auf die andere Seite rüber? Hä? Er wird Strom. Habt ihr gesehen? Oh. Was passiert jetzt? Okay. Was passiert hier, Alter? Das ist eine Engine in einem Flugzeug. Gleich hebt er ab.
Ich heb ab! Nicht zählen! Bich. Dead again. Warum? Was macht Oswald eigentlich, wenn er spawnt? Er macht so... Ah, schön, ich liebe dieses Spiel. Das denkt sich Oswald wahrscheinlich. Sein absolutes Lieblingsgame hier. Rubber aus Rampage, Leute. Jetzt 5 Euro auf Steam, kauft es euch. Game of the Year. Voted auf Steam-Dings, Game of the Year. Ihr wisst, was ich meine. Hä, aber ist da nicht seine zweite Phase einfacher als seine erste? Hä, was denn? Ja, toll. Hä, er hat sich einfach teleportiert. Ich bin aber tatsächlich positiv überrascht, dass Oswald nicht einfach nur ein Reskin ist von Mickey und Minnie, sondern tatsächlich auch sein eigener Charakter. Also, doch, er ist ein Reskin, aber er ist nicht einfach nur drüber gemalt, das meine ich. Er hat eigene Animation. Und ich meine, das, also, ne? Das ist ja etwas, kann man so sagen, das ist etwas. Oh nein, er fliegt los, seht ihn, er fliegt los. Haltet ihn auf. Er wird gleich super schnell wie Sonic sein. Oh mein Gott. Hier. Hä? Wo war denn die Tipbox? Hä? Was hat mich erwischt? Was hat mich erwischt? Keiner kann es mir sagen. So, letzte Phase. Zeig mir sie. Oh nein. Jetzt dreht er sich, oder? Was macht er? Was macht er? Hä? Was soll er? Was macht er? Was passiert hier? Was? Ich war zu nervös. Boah, ich kann richtig nah an ihn ranstehen, habt ihr gesehen? Nein, aber noch nicht so nah. Ich find's crazy, Little Bros erstes Videospiel entwickelt sich einfach. Dieses Character Development, das sieht man nicht mal in den besten Netflix-Serien, Alter. Crazy. Bin zutiefst begeistert. Ich check immer über die Phase hier nicht. Ich passe einfach auf, dass ich mich von Bomben getroffen werde oder von ihm. Na! Ah! Oh mein Gott! Junge, das war gerade richtig knapp, what the hell? Ja, ich glaube, der Koala ist jetzt auch ein bisschen schneller, oder? Der wirkt auf jeden Fall schneller. Ich kann aber beide auch angreifen, das ist komisch. Man muss nicht beide killen, du kannst aber beide angreifen. Job well done! Yay! Wow, was ein faszinierender Kampf! Bumerang! Crikey! Put another shrimp on the Barbie! An authentic Australian Bumerang that reverses direction and has average damage. Und da ist ein Känguru drauf. Versteht ihr? Weil Bumerang und Australien und. Versteht ihr? Danke. Danke fürs Verstehen. Danke. Hier. Change Gun. Hä? Was passiert? Jetzt. Change Gun. Okay, was war das nochmal? Bumerang. Okay. Ist das vielleicht besser als die Bienengun? Muss mich von der Bienengun verabschieden? Nein! Ich probiere es mal aus. Ich probiere es mal aus. Für euch, Leute. Wie viele der kommen denn hier noch in dieser Welt? Das wäre Welt 2 von 4 oder so. The Lizard. The Lizard and a Bat? Oh, Junge, die Musik! Ah, das ist der Bumerang. Na komm. Bam, bam. Wow! Was soll er? Dum, 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 dum. Diese freaking Musik, Alter. Ich komm da überhaupt nicht drauf klar, ey. Hä, lohnt sich da nicht eigentlich mehr, einfach die Bienengun zu benutzen? Warum soll ich den Bumerang benutzen? Also jetzt mal ehrlich, warum soll ich den benutzen? Lass mich doch die Bienengun benutzen und das Ei. Das ist doch die beste Taktik eigentlich bisher gewesen. Ja, das Ei macht mehr Damage. Wow! Der hat mich eigentlich voll erwischt, aber Gen sagte sich nein. Wir haben die Hitbox für diesen Gegner gar nicht mal so hoch gemacht. Danke. Was jetzt? Was passiert jetzt? Oh mein Gott! Barbie! Nee, was zur Hölle? Was passiert hier? Warum ist sie menschlich geworden und weiblich? Und warum sind hier Hotdogs? Warum sind hier Hotdogs? Wolkig mit Aussicht auf Hotdogs. Danke, Spiel. Aber die darf man bestimmt nicht essen. Oh Mann, die Musik kennt man auch viel zu gut. Die hat man auch in ganz vielen YouTube-Videos. Ja, was soll ich machen? Der Hotdog war mitten im Weg, toll. Aber die hat schon Moves! Damn, die hat schon Moves, die Lady. Das muss man ihr lassen. Dies war ein extrem einfacher Boss, aber die hat Moves. Ja, keine Ahnung. Ich pack wieder, glaube ich, hier die Beehive rein. Ja, extrem einfacher Boss. 2 haben wir noch.
Ride of the Owls. Ja, weiß nicht, ob ich da noch weiter spiele, ehrlich gesagt. Wir schauen mal. Junge, immer diese Standardmusik, was ist das? Leute haben mich übrigens in den ersten paar Folgen gefragt, habe ich die Musik eingeblendet? Nein, die Musik hier, die blende ich überhaupt nicht. Das ist alles vom Spiel. Ich blende hier gar keine Musik ein. Außer ich sollte irgendwann mal Meme einblenden oder irgendwas Lustiges. Aber sonst ist alles hier vom Spiel selber. Ah, shit. Aua, ey. Nee, schalt lieber neu. Warte, bei dem Bosskampf wäre Bumerang tatsächlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich den Bumerang denn nach oben werfen kann. Das muss ich testen. Au, a fake. So, statt die Eiergun, den Bumerang. Ja, I guess. Ich stürze mal so schnell wieder runter, die Viecher. Ich muss jetzt aufpassen, dass sie mich nicht erwischen. Werden die gleich zu einem großen Vogel? Ist es das, was abgeht? Ah, Mist. Der hat mich erwischt. Gib zu, der hat mich erwischt. Nein! Lass die Bücher nicht droppen! Tut die Bücher nicht droppen! Ihr müsst doch ein schlau werden! Ihr habt doch extra den Graduation Hut an! Das ist ein Militärhut? Nee, sieht aus wie ein Graduation Hut. You enjoy dying? Ja, Mann. Ich enjoy dieses Spiel so hart, Digga. Stellt euch das mal so vor. Ihr seid Oswald the Rabbit. Ihr seid friedlich irgendwo in der Wüste und auf einmal über euch fliegen Vögel rum und was ist das? Die haben gerade College abgeschlossen? Das kann er nicht akzeptieren. Er muss sie umbringen. Er holt seinen Bumerang raus und schmeißt die Vögel so oft ab, bis sie wieder dumm werden und College nochmal neu abschließen müssen. Muhahaha. Wir sind der Held in der Geschichte, ja? Wir müssen nochmal die Schule durchdringen. Ja, erst dann seid ihr hier frei, ihr Vögel. Ihr denkt, ihr seid Vögel und seid frei? Nein. Ihr seid erst frei, wenn ich sage, dass ihr frei seid. Dann seid ihr frei. Ja? Aua, ey, hab ich gebissen. Ja, eure Schulbücher jucken mich ein Schießdreck, du. Muss wegdashen. Ich Idiot. Also theoretisch, wenn der Bosskampf zu schwer ist, kann ich einfach nur die Bienen gerade raushauen und auch mich halt nur auf das Ausweichen konzentrieren. Ich glaube, so rum ausweichen ist einfacher. In die Richtung, wo die einen hinfliegen. Also wenn die zu einem fliegen, ausweichen, meine ich. Ich glaube, das ist einfacher. Manchmal kommt mir auch einfach so runter. Warum auch immer. Man sollen sie ruhig? Nein! Er hat angetäuscht, hat zu früh gemacht. No way. No way, they'll be doing that. Okay, letzte Phase, komm raus. Was habt ihr vor? Der Mond! Der Mond! Käse? Du tötest dich damit selber, du bestehst doch aus Käse, Herr Mond. Das kannst du nicht machen. Ja, manche von euch denken an den Mann im Mond, aber ich denke an den Mond im Mann. Ja. Ich habe keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte mit der Aussage. Ist der Kampf jetzt zumindest vorbei? Please? Habe ich gewonnen? Ist der Mond im Mann tot? Danke. Egal, lassen wir das. Ey, gewonnen! Oh mein Gott, das Spiel ist so crazy. Ich bin so crazy, Mann. Alle Achievements hier. Okay, du bist Achievements einfach das Spiel ausmacht. Fahrt mich nicht. Ja, hey! Hey, na? Ein Level noch! Dann ist die zweite von, ich hoffe, es sind nur vier Welten. Sende! The Charleston! Charleston? Ich dachte, wer ist ein Kaktus? Was bist du? Und immer die gleiche Stage, Alter. Immer die gleiche Stage. Unfassbar. Okay, also tanzt auf jeden Fall schön. Ich hoffe, es ist nicht. Ist es der Boogie? Ist es der. Was ist das? Irgendein Fortnite-Tanz? Dieses. Keine Ahnung. Ich spiele kein Fortnite. Ich meine, hey, immerhin. Diesmal haben sie dann gedacht, die erste langweilige Phase kurz zu machen, wie ihr in den Leben sehen könnt. Was kommt jetzt? Jetzt dasht die bestimmt so richtig Jumpscare-mäßig auf mich zu, oder? Was macht sie jetzt? Hey! Ich habe mich voll erschrocken.
Okay. Das hat geklappt. Einfach am Rande stehen bleiben. Naja, aber... Das ist fies. Du hast nur einen Punkt, wo du stehen bleiben kannst. Und da musst du direkt weiter. Okay, aber ich hab's verstanden. Okay. Es läuft. Und wie es läuft, die Nase läuft. Weil ich gleich heulen werde. Danach fährt natürlich die Dusche heulen, weil ich das Spiel spielen musste. Oh, hier hab ich das nicht getroffen. Cool. Danke, Spiel. Nett. Oh, wow, wow. So, zeig mal deine letzte Phase. Weißt du was? Behalte sie einfach für dich. Andererseits, jetzt wo ich schon drüber nachdenke, als ob der Entwickler die Waffen irgendwie gebalanced hätte. Wahrscheinlich sind die späteren Waffen viel besser, oder? Vielleicht sollte ich doch den Bumerang hier ausprobieren, wenn ich gleich nicht nach ein, zwei Versuchen den Bosskampf sofort schaffe. Ist jetzt schon die Phase? Nee, noch nicht. Jetzt zögert die erst, glaube ich. Ja. Ich boah, euch, das ist ja extrem langweilig. Warum muss der langweilige Kack eigentlich so lange dauern? Von den Leben her. Warum sind die Leben nicht in der Mitte zentriert? Das merke ich ja erst jetzt. Ist ja richtig nervig. Ah, sorry, meine Cam ist drüber. Ihr habt wahrscheinlich nicht gesehen, dass die erste Phase so kurz ist. Sorry. Alter, wie schnell schießt die bitte? Hallo, reicht doch mal. Und die macht das auch jetzt. Okay, das ist aber cool. Die macht jetzt alles zusammen. Das ist echt ganz cool. Also, so cool, wie man das hier machen kann. Schätze ich. Schätzchen. Also, die Idee ist ganz cool von dem Kampf, I guess, aber... Über die Umsetzung muss ich euch schon, glaube ich, nichts sagen. Ihr seht es ja. Die Musik kenne ich aber gar nicht. Diesmal nicht so eine super bekannte Musik. Oder ich bin einfach blöd. Das kann auch sein. So, bist du tot jetzt? Ciao, ciao, ciao. Hä? Habt ihr es gesehen? Die hat sich in der Luft bewegt. Yippie! Kaktuskanone! The spiky cactus gun that shoots long range piercing cactus spike ammo with average damage. Aber piercing shots, das klingt doch gut. Das war, als sagt wär's gut. Aber ja, es geht gut. Autumn Woods, die nächste Welt. Ah, hier sieht man es jetzt auch. Hier ist es jetzt offen. Hier ist Welt 3 jetzt. Nach Welt 4 gibt es noch ein Boot? Ein Schiff? Ist das vielleicht dann noch eine Welt? Oder ist das nur ein einziges Level? Ich kann es nicht sagen. Ich habe aber ehrlich gesagt ziemlich Angst gerade. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Warum ist er hier zweimal? Könnt ihr es mir sagen? Warum ist er hier zweimal? Was ist, wenn ich mich jetzt zweimal selber sehen würde? Was ist, wenn jetzt... von dort ein zweiter Mike auftaucht und ich sehe ihn dann.